Dieses Video ist keine Aufzeichnung des Vortrags, sondern eine separate Produktion zur Veranstaltung. Die Besucher des Vortrags haben somit die Möglichkeit, den Vortrag immer wieder neu zu erleben und zu hören. Oft denken User, dass unter Linux nur schwarze Fenster und lange Befehlsketten genutzt werden. Das ist auf dem Desktop schon lange nicht mehr der Fall. Mit diesem Vortrag werde ich die Möglichkeiten für Multimedia-Anwendungen für Einsteiger recht einfach erklären. Dieses Video steht den Abonnenten und Besuchern meines YouTube-Kanals bereits vor dem eigentlichen Vortrag im November 2019 zur Verfügung. Dieser Vortrag enthält Beispiele und richtet sich an Anfänger und Einsteiger. Aufgrund der umfangreichen Möglichkeiten ist nur eine kleine Übersicht möglich. Dieser Vortrag wird auf einem Linux Presentation Day im November 2019 gehalten. Zunächst möchte ich Sie recht herzlich zu diesem Vortrag begrüßen und freue mich, dass Sie bei diesem Vortrag mit dabei sind. Mein Name ist Klaus Wolfkram. Seit 2007 arbeite ich privat auf dem Desktop bereits mit Linux. Ebenfalls arbeite ich mit Windows, Apple OS und auch mit Android. Beruflich bin ich circa seit 28 Jahren als Technical Trainer und im technischen Support unterwegs. Zuvor war ich 7 Jahre tätig in der Mikrochip-Entwicklung bzw. in der Forschung. Ich selber nutze Ubuntu und Ubuntu Mate für meine Projekte. Beide sogenannte Linux-Distributionen laufen sehr stabil und erkennen die verbauten Komponenten im Rechner sehr zuverlässig, was einer der wichtigsten Gründe für mich gewesen ist. Ubuntu nutze ich auf den schnelleren, produktiven Rechnern eigentlich für fast alle Zwecke. Für Office-Anwendungen, für meinen Videoschnitt, für die technische Diagnose, also Netzwerk-Fehleranalyse, für das Webdesign und auch für Multimedia. Ubuntu Mate wird meist auf den kleineren dimensionierten Home Theater PCs eingesetzt. Die Dimensionen liegen hierbei bei Dual-Core-Prozessoren, das heißt also, die Rechner sind schon einige Jahre alt. Ubuntu Mate benötigt weniger Ressourcen und läuft deshalb auch sehr gut auf älteren PCs. Bei Ubuntu-Versionen haben sozusagen den gleichen Motor unter der Haube, so den gleichen Kernel. In dem interessanten Artikel bei Knetfeder können Sie lesen, was ein ehemaliger Windows-Supporter von Linux hält. Geht denn Multimedia eigentlich auch mit Linux? Um die Frage kurz und knapp zu beantworten, ja. Selbst in Hollywood wird teilweise Linux für die Animation und Effekte eingesetzt. In diesem Vortrag werde ich kurz darauf eingehen, wie Multimedia bearbeitet werden kann. Und ich werde ebenfalls darauf eingehen, wie Video, Musik unter Linux konsumiert werden kann. Da es eine Vielzahl an Anwendungen gibt, habe ich stellvertretend eine kleine interessante Auswahl getroffen, die ich teilweise auch selber nutze. Ich empfehle ganz einfach, die Anwendung zu nutzen, die einem persönlich am einfachsten erscheint. Der heutige Linux-Desktop ist schick anzusehen. Es gibt unter Linux verschiedene Oberflächen, beispielsweise GNOME, Unity, KDE und auch weitere. Auch hier empfehle ich den Usern, ganz einfach die Variante zu nutzen, die einem am besten gefällt oder am einfachsten erscheint. Beginnen wir mit der Vorstellung von GIMP. GIMP ist ein Grafikprogramm, das Funktionen zur Bildbearbeitung beinhaltet. Das Programm ist eine freie Software und kann somit kostenlos genutzt werden. GIMP kann vom Leistungsumfang her mit Photoshop verglichen werden. GIMP erlangte vor allem unter Linux eine große Verbreitung und etablierte sich dort im Laufe der Zeit als Marktführer für die digitale Bildbearbeitung. Das Programm ist Bestandteil vieler Linux-Distributionen. Da GIMP sehr umfangreich ist, muss sich der Anwender genau wie bei Photoshop einarbeiten. Die erste öffentliche Testversion von GIMP wurde am 21. November 1995 bekannt gegeben. GIMP gibt es für Windows, macOS und für Linux.
KDN Live ist eine nicht-lineare Videoschnittsoftware. Mit KDN Live ist es möglich, mehrere Bild- und Tonspuren zu bearbeiten. Der relativ große Funktionsumfang siedelt das Programm in etwa auf dem Niveau von kommerziell erhältlicher, professioneller Software an. Etwas Einarbeitung ist auch hier notwendig. KDN Live steht unter der freien GNU General Public License und kann kostenlos genutzt und weitergegeben werden. KDN Live gibt es für Linux, FreeBSD, macOS und für Windows. Ich selber nutze dieses Programm sehr gerne für meine Videoschnittarbeiten. OpenShot ist eine freie Videobearbeitungssoftware für die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux. Das Programm wurde im August 2008 von Jonathan Thomas gestartet. OpenShot ist ein einfach zu bedienender Videoeditor. Die meisten Funktionen erklären sich quasi von selbst. Ein Merkmal ist eine aufgeräumte, übersichtliche Oberfläche und somit sehr gut für Einsteiger geeignet. Über ein Spurensystem können Elemente in unbegrenzt vielen Spuren überlagert und überblendet werden. Der Editor wird als freie Software inklusive Quelltext unter den Bedingungen der GNU General Public License in Version 3 oder später verbreitet. Ich selber setze das Programm auch gerne ein. Audacity ist ein einfacher, freier Audio-Editor und Recorder bzw. eine sogenannte Digital Audio Workstation. Auf beliebig vielen Spuren können hier Audiodateien gemischt und bearbeitet werden. Ich selber setze Audacity ein, um Texte für den Hörfunk und für meine Videos aufzuzeichnen und zu bearbeiten. Es gibt Versionen für Windows, Linux, macOS und Unix. Die Lizenz ist GNU GPL V2. ADUR ist eine Software für die Bearbeitung und das Abmischen von Audioaufzeichnungen auf dem Computer. Also ähnlich wie Audacity. ADUR ist umfangreicher als Audacity und erfordert mehr Einarbeitung. Derzeit existieren lauffähige Versionen dieses Programms für die Betriebssysteme Linux, Solaris, FreeBSD, macOS und Windows. Die Arbeit der Entwickler von ADUR konzentriert sich auf die Versionen für Linux und OS X. Lizenz ist die GPL. Der VLC Media Player ist eine freie Media Player Software sowohl für Audio, Videocodecs und Dateiformate als auch für DVDs, Video-CDs und unterstützt unterschiedliche Streaming-Protokolle und Schnittstellen für TV-Karten. Ich selber teste meist meine eigenen Videos mit VLC. VLC steht seit dem 1. Februar 2001 unter der GPL V2 und kann somit kostenlos verbreitet und von jedermann verbessert werden. VLC gibt es für Windows, macOS, Linux, Unix, BSD, Android und auch andere Betriebssysteme. Der Simple Screen Recorder ist ein Programm, um den Bildschirm bzw. einen Teil des Bildschirms als Video aufzunehmen. Auch die gleichzeitige Aufnahme von Ton aus einer definierbaren Quelle wird ebenfalls unterstützt. Dieses Programm bietet sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten, das wird manchmal unterschätzt. Mit diesem Programm können beispielsweise Anleitungen für Software und Programme erstellt werden. Der Simple Screen Recorder wird unter den Bedingungen der GNU, die General Public License, angeboten und ist somit auch freie Software.
Der VocalScreen Recorder ist ein weiteres kleines Programm zum Erstellen von Bildschirmvideos inklusive der Tonaufnahme. Obwohl das Programm recht klein ist und auch unscheinbar, ergeben sich damit doch außerordentlich viele Möglichkeiten, wie denn beispielsweise Lehrvideos, Installationsvideos, Mitschnitte im Browser, Skype-Mitschnitte, Aufnahmen auch über den Desktop hinweg sind möglich, bis hin zu Aufnahmen in virtuellen Maschinen. Format Junkie ist ein Programm, das Mediadateien, also Audiodateien, Videos und auch Bilder in alle gängigen Formate konvertieren kann. Eine benutzerfreundliche Anwendung mit grafischer Benutzeroberfläche und sehr vielen Optionen, die Mediendateien in alle gängigen Formate konvertiert. Im Bereich Multimedia kann es häufiger notwendig sein, das Dateiformat anzupassen bzw. zu konvertieren. Blender ist die kostenlose und quelloffene 3D-Erstellungssuite. Blender unterstützt 3D-Pipeline-Modellierung, Rigging-Animation, Simulation, Rendering, Compositing und Motion-Tracking, sogar Videobearbeitung und die Spieleerstellung. Unterstützt werden von Blender die Betriebssysteme Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD und Irix. Die Lizenz ist GPL. Also auch diese Software ist wieder freie Software. Auf weitere Details zu Blender möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, dafür ist die Software doch etwas zu umfangreich. An dieser Stelle schauen Sie sich doch ganz einfach mal den Klassiker Big Bug Bunny an. Das ist ein Kurzfilm, der mit Blender erstellt worden ist. Dieser verdeutlicht sehr gut die Multimedia-Fähigkeiten von Blender in Verbindung mit Linux. G-Radio. Ein weiteres interessantes Beispiel für Multimedia ist ein freies Internetradio, das am Arbeitsplatzrechner im Hintergrund für Musik sorgen kann. Eine Aufnahmefunktion ist in G-Radio nicht vorhanden. Kodi, ehemals XBMC, ist ein freies und plattformübergreifendes Media Center. Die Software ist durch eine große Anzahl von Plugins erweiterbar. Das Entwicklungsprojekt zur Erstellung und Pflege der Software erhielt mehrere Auszeichnungen. Die Software stellt einen Media Player dar, der üblicherweise an einem Fernseher betrieben wird und mit einer Fernbedienung gesteuert wird. Kodi unterstützt zahlreiche Audio-, Video- und Bildformate, Mediatheken, IPTV, über einen TV-Client und vieles mehr. Für Kodi gibt es verschiedene Themes. So kann die Handhabung und das Aussehen den eigenen Anforderungen angepasst werden. Übrigens, der neue Raspberry Pi 4B wurde mit einer überarbeiteten Spezifikation vorgestellt, die garantiert, dass sie bei Kodi-Anwendern sehr beliebt sein wird. Es bietet 4K-Medienunterstützung, schnellere CPUs, schnelleren Speicher, schnelleres Ethernet und schnelleres USB. Für Kodi gibt es jede Menge offizielle Add-ons. Diese sollten nur von der offiziellen Seite kodi.tv bezogen werden. Auch direkt in Kodi erhalten Sie den Zugriff auf hunderte Add-ons, die zu den offiziellen Add-ons für Kodi zählen. Es gibt auch viele inoffizielle Add-ons und Add-on-Sammlungen, auch sogenannte Repositories genannt. Diese werden über Drittanbieter angeboten. Diese inoffiziellen Add-ons über externe Repositories haben nicht die offizielle Freigabe der Kodi-Entwickler und sind unter Umständen auch nicht
zulässig im lokalen Land betrieben zu werden. Die Kodi Foundation ist der Linux Foundation als Associate Member beigetreten inzwischen. Hier sehen wir einige Beispiele für zusätzliche Plugins für das Kodi Media Center. Zum Beispiel ein Plugin für den Zugriff auf die ARD Mediathek, auf Arte TV. Beispielsweise DBMC ist ein Dropbox-Add-on, auf dem dann eben auf die Dropbox zugegriffen werden kann. Dann gibt es einen Episode Hunter. Dieser führt automatisch Protokoll darüber, welche TV-Serien Sie mit Kodi angeschaut haben. Dafür ist ein Konto notwendig. Allerdings können Sie dann tracken, welche Serien haben Sie schon geschaut und welche Folgen haben Sie bereits gesehen. Es gibt ein Plugin für die Mediatheken, für ARD, ZDF, NDR und so weiter. Es gibt ein Plugin für die NASA. Man kann hier über 1800 Videos schauen bzw. auch einen Livestream starten. Es gibt ein OneDrive-Plugin, das verknüpft dann eben Kodi mit dem OneDrive von Microsoft. Also die Liste ist nahezu endlos. Das heißt, das waren jetzt nur einfach mal ein paar Beispiele, wie man das Kodi Media Center erweitern kann. Mit der Official Kodi Remote App kann man das dazugehörige Media Center Kodi von iOS aus oder auch von Android aus fernsteuern. Official Kodi Remote ist in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich. Kodi Remote ist für Smartphones und Tablets geeignet und kommuniziert über das WLAN mit dem Media Center. So, schauen wir uns nun an, wie man unter Linux Software installieren kann, und zwar stellvertretend ganz einfach mal unter Ubuntu. Die Installation von Software unter Linux ist recht einfach. Ubuntu Software ist die grafische Oberfläche, um Software zu installieren. Und zwar ist Ubuntu Software ein wenig vergleichbar mit dem Play Store von Google, den wahrscheinlich viele schon kennen. Es müssen also keine Datenträger eingelegt werden. Die notwendigen Daten werden über das Internet heruntergeladen und dann eben im Betriebssystem installiert. Ja, bezüglich Multimedia ist Ubuntu Studio ein sehr interessantes Projekt. Ubuntu Studio ist eine auf Ubuntu basierende Linux-Distribution, die speziell auf die Anforderungen von Audio, Grafik und Videobearbeitung ausgerichtet ist. Dieses spezielle Betriebssystem enthält bereits alle Multimedia-Programme und Treiber. Für Multimedia-Zwecke wurde den Ubuntu-Quellen außerdem ein Kernel mit Echtzeitfunktionen hinzugefügt. Der Kernel ist ein wichtiger Teil des Betriebssystems. LibreElec ist ebenfalls ein vollständiges Betriebssystem. Und zwar ist LibreElec ein Media Center für den Raspberry Pi, der das Media Center Kodi mit einem vollständigen Betriebssystem für den Raspberry Pi kombiniert. Somit hat man im Prinzip über den Raspberry ein eigenes Media Center. Hier sehen wir ein Beispiel für eines meiner Media Center Projekte, die ich gebaut habe. Als Hardware wurde ein refurbischter Desktop-PC verwendet.
Das Gehäuse wurde dabei mit einer Klebefolie veredelt, sodass sich das Gerät, wie man es hier sieht, eigentlich ganz gut in die HiFi- und TV-Landschaft integriert. Ein spezielles Gehäuse für einen Home Theater PC mit Display liegt übrigens bei ca. 150 Euro. Als Software habe ich ja ebenfalls Kodi eingesetzt und als Betriebssystem setze ich bei den Media Center PCs Ubuntu bzw. Ubuntu Mate ein. Hier sehen wir die grundsätzlichen Möglichkeiten eines Home Theater PCs in der Übersicht nochmals. Also ein Home Theater PC kann Videos und Filme wiedergeben, er kann Musik wiedergeben, er kann Fotos, also Grafikdateien als Diashows wiedergeben. Digitales Fernsehen ist möglich, das ist abhängig von der verbauten Hardware, also den Komponenten im PC. Er kann TV- und Radiosendungen aufnehmen. Es kann eine digitale Programmzeitschrift genutzt werden. Es können über Plugins und Add-ons auch Spiele hinzugefügt werden. Wir haben also auch eine Spielekonsole quasi in unserem HTPC. Es ist möglich, IPTV wiederzugeben oder SAT-IP. Und die Wiedergabe von Mediatheken beispielsweise ist ebenfalls möglich. Ja, das hier sind die Spezifikationen für einen kleinen und auch preiswerten Home Theater PC. Ein refurbischter PC mit Garantie ist für unter 100 Euro inklusive der Versandkosten zu bekommen. In diesem Beispiel hier habe ich einen Dell-Rechner, einen Personal Computer und Optiplex verwendet mit Intel Core 2 Duo Prozessoren. Das Gerät, wie gesagt, hat ein Desktop-Gehäuse, eine 250 GB Festplatte, 2 GB DDR RAM, deshalb habe ich dann hier auch Ubuntu Mate eingesetzt, auch aufgrund des geringen RAMs. 8 USB-Anschlüsse, ein schnelles Netzwerk war vorhanden und eine Onboard-Grafikkarte. Ja, ein weiteres Thema ist das Streamen. Und zwar das Livestreamen eigener Inhalte. Die Open Broadcaster Software OBS ist eine freie Software. Hiermit kann man also den Bildschirminhalt eines PCs aufzeichnen oder aber auch direkt über das Internet live in das Internet Livestreaming also übertragen. Die gesendeten Daten können beispielsweise von YouTube oder auch Twitch empfangen werden. Der Funktionsumfang der Software Open Broadcaster kann ebenfalls durch Plugins erweitert werden. Die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux werden unterstützt. Und Lizenz ist die GNU, General Public License, wie schon auch bei einigen anderen Produkten, die hier im Video vorgestellt worden sind. Ja, da möchte ich noch eine WLAN-Karte empfehlen, speziell in Verbindung mit Multimedia und Media Center PCs. In diesem Zusammenhang kann ich diese WLAN-Karte nur empfehlen. Die Karte arbeitet ohne Konfigurationsarbeiten, direkt per Plug and Play unter Linux, das heißt, man steckt die Karte rein. Die Karte funktioniert, sie hat zwei Antennen, ist also auch sehr gut, was den Empfang betrifft. Also ganz einfach einstecken und läuft. Das heißt, man muss natürlich sein WLAN konfigurieren, das ist klar, aber die Karte an sich out of the box einstecken und funktioniert. Der große Vorteil für mich ist, dass die Geschwindigkeit sehr gut geeignet ist, dann eben auch Videos und ruckelfrei zu verarbeiten und anzuzeigen, also beispielsweise von mir aus ein YouTube-Video direkt live aus dem Portal zu schauen, ohne dass man befürchten muss, dass die Videos haken und hängen bleiben. Der Preis bewegt sich rund um die 20 Euro, das heißt, preiswert ist die Karte ebenfalls.
Ja, ein absolut empfehlenswertes Portal für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist die Seite ubuntuusers.de. Auch in dem Zusammenhang mit Linux bzw. Ubuntu und Multimedia gibt es ja sehr viele interessante und auch umfangreiche Informationen. Wer noch ein wenig mit verschiedenen Linux-Distributionen experimentieren möchte, dem kann ich die Seite distrowatch.com empfehlen. Es sind meist 350 Linux-Distributionen zeitgleich im Einsatz sozusagen, die halt angewandt werden. Auf der Seite distrowatch.com sind Informationen über die 100 beliebtesten Distributionen zu finden. Hier findet man die Links, Screenshots, Hinweise zu neuen Versionen und ähnliches. Wer also experimentieren möchte, der wird hier auf distrowatch.com bestimmt fündig. Außerdem gibt es hier ein Ranking, das ist auch ganz interessant, welche Distributionen im Augenblick sozusagen am beliebtesten sind. Hier gibt es noch eine Liste mit Links zu vielen weiteren Informationen. Und außerdem besucht doch einfach auch mal meinen Blog oder meinen YouTube-Kanal. Dort gibt es eben auch weitere Tutorials. Last but not least wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit Linux und Multimedia. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Klaus Wolfram. Bis bald.